Und da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Latin. Letztens haben wir ja unser Abenteuer begonnen und jetzt werden wir unser Pokémon bekommen. Let's go. Und ich habe jetzt die Steuerung ein bisschen verbessert. Hoffentlich. Let's go. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Achso, das war der Lukas. Lukas, sag ich schon. Psycho. Ja, dann mach mal. Sieh mal, das hier sind Pokebälle. No shit, Sherlock. In jedem davon befindet sich ein Pokémon. Triff bitte eine Entscheidung, welches Pokémon es sein soll. Ja, diesmal werden wir ja wie gesagt das Let's Play beenden und da nehme ich halt auch Wasser, wie immer. Nein. Ja. Dann wähle ich dich. Ich nehme dieses Shellast. Sehr gut, ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun, hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich im Labor in St. Gemma aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Professor, warten Sie auf mich! Entschuldigung. Was sagst du dazu? Professor Eibe ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so, naja, ernst und furchteinflößend aus. Hehehe, Pessi? Nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für mich zu tun. Bist du bereit? Natürlich bin ich. Ich wollte so etwas schon immer mal sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Passi, ich fordere dich zu einem dich zu einem Kampf heraus. Unser erster Kampf. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ich glaube, in einem Let's Play habe ich schon beim ersten verkackt. So, Shellast, wie immer natürlich ein Pokémon, was gegen uns einfach mega fucking stark ist. Dann schauen wir mal, was wir haben. Ich würde mal sagen, wir setzen mal Heulen an. Wir heulen dich mal ein bisschen an. Und der Angriff von Shellast sinkt. Und er setzt Panzerschutz ein, das ist auch nicht so gut eigentlich. Ja, dann greifen wir jetzt gleich direkt an. Fund. Mal sehen, wie viel es abzieht. Nicht gerade viel, okay. Und er setzt wieder Panzerschutz ein. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das einfach so mega sehr, wenn die Gegner immer einfach was einsetzen, was die Verteidigung immer höher und höher und höher macht. Bis es einfach Jahre dauert, bis du dieses Pokémon endlich besiegen kannst. Ja. Ja, und das macht es natürlich weiter. Mach mal schneller. Konnte ich früher nämlich gar nicht schneller machen. Was einfach viel zu laggig war. Alter, hör doch mal, uff! Jetzt geht's um alles oder nichts. Ich würde schon sagen, das wird nichts. Oder? Wir verkacken einfach schon das erste Kampf. Schon wieder. Ja, was soll ich denn groß machen, wenn er die ganze Zeit Panzerschutz einsetzt? Ah ja, Mio. Ja, das war ein Haufen Scheiße. Aha. Ich habe gewonnen. Jawohl, du bist so unfair. Ich habe gewonnen. Ja. Selbstliebend. Dieser Kampf hätte auch anders ausgehen können. Das war knapp. Aber ich sag dir eins. Kämpfen macht unglaublich viel Spaß.
Also gut, ich gehe nach Hause. Ich bin total erledigt und mein Pokémon braucht eine Ruhe. Man sieht sich, Passi. Man sieht sich. So, wir sind bei der Mutter. Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen, das hast du alles erlebt? Du und Psycho könnt vom Glück reden, dass ihr auf Professor Albe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wohl wilde Pokémon alles in der Lage sind. Passi, ich denke, du solltest Professor Albe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandgemme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, ich habe hier noch etwas für dich, Passi. Sieh die an. Und da haben wir die Turbodrähte, das Wichtigste, was wir brauchen, um zu rennen. Nach Sandgemme zu gehen, ist schon ein Abenteuer für sie. Für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbodrähtern kommst du viel schneller von Ort zu Ort. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. La lu lu li lu la la lu li luski. Braucht man nicht. So, was ich jetzt wie gesagt mache, ist das hier. Was? Nein. Warte mal kurz. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich. Warum ist das bei F? Mann, so verwirrend. Okay, bei F ist es also. Optionen. Ach, fick dich. Das gefällt mir schon viel besser. Es ist einfach viel zu langsam. So, was können wir noch machen? Animation, mach mir an. Kampfstil vom Tausch. Wir haben noch kein Pokémon. Wir ändern mal das hier. Oh, das sieht gut aus. Und schießen. Jo, passt. Da haben wir alles. Jetzt zeige ich noch schnell die Karte, die wir haben. Sieht noch ein bisschen leer aus. Oh, wir haben 2960. What? So viel schon? Okay. Jo. Ist noch leer, wie gesagt. Aber das werden wir alles noch auffüllen. Verspreche ich euch. Hoffentlich. Okay, zurück. Dann geht's auf nach Sandgemme. Wie renne ich? Hier nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Das ist alles so ein bisschen verwirrend. Warte mal kurz. Ah, okay, bei A. Warum bei A? Hä? Naja, egal. So, dann gehen wir mal. Ah, da bist du ja schon wieder. Ma, bist du langsam, Passi? Ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Eiber und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist da eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir danken. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Was macht Professor Albe bestimmt? Das macht Professor Albe bestimmt glücklich. Da bin ich mir sicher. Du und ich zusammen kann uns niemand was. Also gehen wir zum See erstmal, oder was? Okay, dann. Rennen wir. Oh, also, es tut nicht wirklich lecken. Es passt. Haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Bist du dumm? Jetzt schon? Vertrau mir einfach. Wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es das auch. Das steht doch sogar auf dem Schild da. Ma. Was geht hier vor? Der Fluss der Zeit, der sich dehnenden Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cirrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin. Ruht euch aus. Legendäre Pokémon der wässrigen Tiefe. Lasst mich durch. Drehte zur Seite. Ja, macht man ja schon. Keine Angst.
Was ist das denn? Was sollte denn das? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Percy. Schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon nach. Da haben wir es gehört. Und du denkst, du hättest nicht möglich, dass wir es jetzt bekommen. Kleiner Trottel. Wow, hast du das gehört, Percy? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Wir fangen es ein. Bester Plan ever. Warte mal, was? Wir haben überhaupt nichts dabei. Wir können es ja gar nicht mal fangen. Uns fehlen die Pokebälle. Du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir kein Pokémon fangen. Und herumtragen. Ah, ob Professor Eibe uns welche gibt, wenn wir ihn ganz nett fragen? Du weißt doch noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach zu ihm vorbei. Bei ihm vorbei. Okay, Percy? Wir rennen um die Wette. Wer zuerst bei Professor Eibe ist? Ja, oh. Wer zuerst beim Professor in St. Gemme ist, hat gewonnen. Ja, toll. Ich werde nie verlieren. Also, hier werden wir bald schon ein Pokémon bekommen. Aber das dauert jetzt etwas. Vielleicht so ab Part 60 oder sowas. Wenn es so weit geht. Okay, ja, dann gehen wir mal durchs Gras, nicht? Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Nein! Ach man, jetzt habe ich aufgedrückt. Boah, hasse ich das, wenn die mal laufen! Hier haben wir unser erstes wildes Pokémon, Staralili. Ein Level 3. Bitte mach mal fertig. Sollte doch kein Problem sein. Der heult ja eh nur. Und ja, wenn das gleiche Pokémon wiederkommt, dann mache ich schnell. Weil sonst wird das langweilig. Ich werde keine Kämpfe skippen, weil ich möchte schon gut trainieren wollen. Skippen ist immer so, keine Ahnung, nicht so toll. Da hat man meist keine Chance bei den Arenen. Oh, der nimmt aber schon sehr viel weg. 4. Tada! Oh fuck, fast die Hälfte. Okay, jetzt bleib bitte stehen, danke. Bleib bitte stehen, danke. Wilde Pokémon halten sich bevorzugt im hohen Gras auf. Sie können jederzeit auftauchen. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, laufe einfach durchs hohe Gras. Und wenn du ihnen aus dem Weg gehen möchtest, musst du hohes Gras meiden. Ah, okay. Und wie, bitteschön, wenn hier zum Beispiel nur noch Gras ist? Also manchmal ist es unmöglich. Manchmal kann man ein bisschen schon umgehen, aber nicht immer. Lässt die Gesundheit deines Pokémon nach und damit seine KP, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Oder in einem Pokémon-Center natürlich. Und wie ein Pokémon. Und es ist wieder stark. Okay. Wir machen es einfach mit dem Fund fertig. Und ich glaube, das könnte sogar ein Level-Up jetzt sein. Könnte sein. Wenn die EP rausreichen? Ja! Level 6. Ich glaube, ab Level 16 wird sich Plimpfer entwickeln. Dann mal los. Da haben wir noch jemanden. Aber uns nervt noch mal ein Pokémon. Immer her mit dem guten Zeug. So. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass man die Gesundheit eines Pokémon in Kraftpunkten KP angibt? Gehen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Nehmt die KP eines Pokémon ab, solltest du es mit einem Trank heilen. Hier, ich schenke dir einen Trank. Nimm nur, es kostet dir nichts. Oh, danke schön. Der wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Automatisch. Also, es fliegt in deine Tasche rein, so. Okay, nein. So, da haben wir noch jemanden, der wird wahrscheinlich uns erklären, wie das hier funktioniert. Ich wollte eigentlich nur hingucken, aber okay. Das war wieder toll. Der Drache vom Dienst ist wieder da. So. Diesen Vorsprung kannst du hindern.
Diesen Vorsprung kannst du hinunterspringen. So kommst du schneller nach Zweiblattdorf. Jo, die sind manchmal sehr nützlich. Aber manchmal, wenn man dumm ist, kann man auch einen großen Fehler machen. Hi, ich habe schon auf dich gewartet. Bitte komm mal mit. Der Professor möchte dir gerne sprechen. Möchte dich gerne sprechen. Siehst du? Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Okay. Was zum... Oh, du bist es, Percy. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben deinen Schuhen. Ach, was soll's, Percy. Ich mach mich vom Acker. Bis dann und ciao. Jetzt mein Markus-Spruch. Okay, was war das jetzt? Dein Freund scheint es ja wirklich sehr eilig zu haben. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Okay, dann. Na, wen haben wir denn da? Du bist Percy, nicht wahr? Schauen wir uns doch mal dein Pokémon an. Da, bitteschön. Verstehe. Ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Es war also kein Fehler, Plimpfer in deine Obhut zu geben. Würdest du ihm denn gern einen Spitznamen geben? Na. Meinen originalen Pokémon gebe ich nie wirklich einen Spitznamen. Obwohl ich es bei X gemacht habe. Ja, Y. Beim Let's Play. Achso. Bist du denn mit dem Spitznamen zufrieden? Ja. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entsteht die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz auf dich getroffen zu heilen. Zu sein. Und sicherlich ergeht es Plimpfer nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Plimpfer zu kümmern. Das werde ich machen, Captain. Junge, bin ich froh, dass du nett zu dem Pokémon bist. Andernfalls möchte ich dir so richtig in die Fresse schlagen. Naja, auch egal. Können wir zum eigentlichen Thema zurückgehen? Danke. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Ive. Oh Gott, Percy. Mein Name Ive. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Und um das herauszufinden, muss man mithilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokémon geben. Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh sammeln? Ja, kann ich machen. Gut geantwortet. Und da haben wir auch schon den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Okay. Ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe den gleichen Pokédex wie du. Als du zusammen mit dem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geh, Percy, dein großes Abenteuer beginnt. Der Professor hat mich um Hilfe gebeten, daher werde ich ebenfalls ausziehen, um den Pokédex zu füllen. So haben wir beide, du und ich, dasselbe Ziel. Ich werde dir später noch das ein und andere erklären. Einverstanden? Mein Mund ist ganz trocken, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder zurück. Und ich bin wieder zurück. Jetzt reden wir noch mit den zwei hier. Ich bin der Vater von Lucius. Und ich werde euch mit Freuden bei eurer Aufgabe unterstützen.
Ich bin mir sicher, wir können uns auf dich verlassen. Ja, auf mich ist Verlass immer. Professor Eibe hat einen neuen Pocket Dex entwickelt, als er zusammen mit einem Professor aus Kanto gearbeitet hat. Oh, ich bin übrigens Roxana. Und es ist eine große Freude, Assistentin des Professors zu sein. Das ist immer cool. So. Passi! Das war der Professor. Passi! Ich habe hier ein praktisches Item. Du solltest es mitnehmen. TM-27 erhalten. Das ist eine technische Maschine. Sie enthält die Attacke Rückkehr. Ich kann mich noch erinnern, wo ich so Probleme habe, dieses Wort auszusprechen. Muss ich unbedingt mal reinschneiden. Das war so geil. Das war, glaube ich, 2014. Oh Gott. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sie sich der Freundschaft zwischen dir und dem Pokémon verbessert. Es obliegt natürlich deiner freien Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse die Entscheidung dir und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Unsere erste TM. Na, wenn das nicht der Professor... Der Professor technische Maschinen? Als nächstes erzählt er noch, dass er selbst gekämpft hat, als er jung war. Hey Passi, ich möchte dir ein paar Dinge zeigen. Folge mir unauffällig. Unauffällig. Warum unauffällig? Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du Items, Medizin kaufen und verkaufen. Passi, du fängst gerade erst an als Trainer, daher wirst du nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen, Passi. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Eibe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen und daher solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, halte zuerst deine Pokémon im Pokémon-Supermarkt. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut! Okay, man sieht sich. Lucius. Ja, da gehen wir erstmal heilen. Das werden wir immer skippen. Ach du heiliger Gott. Aber erstmal reden wir. Im oberen Stockwerk eines jeden Pokémon-Centers befindet sich der Pokémon-Drahtlos-Club. Dort kannst du mit Freunden kommunizieren und viel Spaß haben. Kann man aber leider nicht auf Emulatoren, wenn ich mich so recht erinnere, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Sprich mit der netten Dame am Schalter und gib ihr deine Pokémon. Sie wird deine Pokémon wieder vollständig gesund machen. Ich habe echt so große Probleme beim Sprechen, ich weiß es nicht warum. Siehst du den PC dort drüben? Dieses blaue Teil dort hast du... Pokémon bei dir. Kannst du ihn kostenlos nutzen. Ah, okay. Also da gehen wir jetzt nicht hin. Wir heilen jetzt erstmal. So. Und dann schauen wir mal in dem Pokémon-Supermarkt mal vorbei. Jo, mach mal. Oder nicht. Vielleicht haben die ja was Tolles. So, hallo? Läuft dir ein Pokémon über den Weg, das du unbedingt haben willst, wirf einfach ein Pokéball. Geh niemals, ich sage niemals, ohne aus dem Haus. Ja toll, ich habe aber momentan wirklich überhaupt keine. Verliert ein Pokémon all seine KP, kann es nicht weiterkämpfen. Ich kaufe ganz viele Tränke, um das zu verhindern. Okay, Trankhammer, wie gesagt. Ich glaube, das muss man jetzt nicht so schnell einsetzen. So, dann schauen wir mal, was sie so haben. Die haben zwar Tränke, aber Pokébälle genauso. Wie gesagt, wir fangen auch welche. So viele wie möglich.
was uns in den Weg kommt, wird gefangen. Dann, ja. Achso, ja, ich muss auf X drücken. Kaufen wir uns mal 5. Schon 1000 Euro weg. Und okay, why not? 3 Tränke. Passt schon. So. Nein, ich brauche nichts. Dann schauen wir. Muss auch den Part jetzt langsam beenden. Wir gucken aber jetzt noch hier unten auf den Weg da unten, was es da gibt. Aber wir reden jetzt erstmal mit den restlichen Leuten hier. Das Ding da, das ist ein Pokédex, stimmt's? Ab jetzt wirst du die unterschiedlichsten Pokémon sehen. Du Glückspilz! Woo. Nur weil wir Pokémon Pokédex haben, sehen wir jetzt andere Pokémons? Wo ist der Sinn? Unlogische Dinge in Pokémon 5? Confirmed? Okay, nein. Werde ich nicht mehr machen, das war so krank. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Übertreibe es am Anfang aber lieber nicht. Heile deine Pokémon regelmäßig im Pokémon Center, während du sie aufsiehst. Ein guter Trainer achtet darauf, dass seine Pokémon genügend KP haben und nicht durch zu wenige kampfunfähig werden. Boah, da passe ich schon rauf. Kein Problem. Was war denn das? Professor Eibels also zurück. Er ist wirklich ein bemerkenswerter Mann. Er studiert die Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Wer bist du? Oh, du bist Pessi? Ach, dann beschäftigst du dich doch mit dem Pokédings und hilfst dem Professor. Wow, mein großer Bruder macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Vielen Dank für die Blumen. So, wollen hier jemanden? Nee, hier ist niemand. Dann brechen wir langsam mal auf. Aber wir müssen halt, wie gesagt, noch den Eltern Bescheid sagen, glaube ich. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich besser. So, nun kann ich ein Päuschen lachen. Oh, kacken. So. Wow, Pokémon sind so cool. Du kannst sie in Kämpfen einsetzen und damit stärker werden. Oh, ich hätte auch so gerne welche. Wäre so cool. Bist du noch nicht 10 oder sowas? Wenn du 10 bist, dann bekommst du eins. Das verspreche ich dir. Du siehst schon älter aus eigentlich. Wie so ein Teenager eigentlich. So, da haben wir Route 219. Ich glaube, das kann man noch nicht begehen. Aber hier haben wir ein Item, was wir uns noch schnell stibitzen. Und es ist ein Gegengift. Benutze ich nicht so gerne, ganz ehrlich. Diese Status-Werte-Dinger-Bumser. Aber die Route kann man begehen, wenn wir Surfer haben. Aber das, Leute, dauert alles. Leute, aber bevor es weitergeht, beende ich diesen Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Platin. Bis bald und ciao, Leute. Ra!